Ja, willkommen zu einem neuen Stadionblock. Bei mir macht darf es ja mal. Heute gehen wir wieder Kaiserslautern gegen Rostock kommen zu dann. Mit dabei ist die Flammi. Hallo. Servus. Ich würde sagen, wir sehen uns dann vom Spiel. Aua. Ja, aber hier ist noch einer. Da ist noch ein Typ, der Hallo sagen will. Hallo. Mein Vater. Ja, der Fahrer. So, jetzt sagen wir so, bis dann. So, jetzt gibt es noch ein paar Fakten fürs heutige Spiel zwischen Kaiserslautern und Hansa Rostock. Und zwar im Fritz-Walter-Stadion. Das höchste Stadion Deutschlands mit rund 50.000 Plätzen circa. Wenn man das genau nimmt, sind das 49.350 Plätze. Es wurde eröffnet am 13. Mai 1920. Insgesamt das Spiel zwischen Rostock und Lautern gab es 36. 16 davon hat Lautern gewonnen, 6 Unentschieden und 14 Niederlagen. Ja, also eigentlich ein offenes Spiel. Rostock kämpft mit dem Abstieg. Kaiserslautern geht immer wirklich viel. Sie könnten zwar noch weiter hoch, aber Aufstieg wird nichts mehr. Ich würde sagen, gehen wir gleich weiter. Wir gehen gerade zum Stadion. Da bei die Flammi. Und die zwei Typen da vorne, wenn man sie sieht. Da war. Die ignorieren uns zwar, sie sind der Thomas und der Janik. Ja, und ich würde sagen, gehen wir mal zum Stadion. Wir gehen später was essen oder so und dann mal schauen, was wir machen. In den Stadion. Bis dann, da. Foto mit Matze Delis gemacht. Jawohl! Da muss man die Tipps von ihm an. Sag mal was? Wie Tipps? 3-1. 3-1. Was tippst du? Ich sag nichts. Was tippst du? 2-1, sieht von Auto. Okay. Komm, sag, was tippst du? Unentschieden. Ich bin ehrlich, ich schließe mit ihm an. 2-1. Ja, ja. Zeig mir die Punkte, Alter. Ich schließe mit ihm an. 2-1. Also, ich hoffe auf den Sieg. Von mir selbst. Also nichts Gutes erwarten. Das ist immer Fakten. Ne? Bis dann. Danke Marcel für den Außendienst. Jetzt sind wir im Studio. Hier spricht Marcel Daches. Und zwar will ich mal sagen, der Lustig würde sagen, so Hansa Rostock um einiges besser in der ersten Hälfte. Hansa wird auch verdient mit 1-0. Und es gab schon einige andere Spiele, die um einiges besser waren. Zum Beispiel auch sehr viele in der Vorrunde. Man merkt aber, es ging Richtung gegen Ende. Irgendwie entweder die Kraft raus oder die Motivation. Also die Leistung steigt sehr bergab im Gegensatz zur Vorsaison. Das merkt man. Ich würde sagen, ich gebe jetzt weiter an meinen Außendienst Marcel. Und wünsche euch damit noch eine schöne zweite Halbzeit. Bis dann. Ciao, ciao. Wir haben jetzt eine Currywurst am Bett. Das probieren wir jetzt einmal. Mit. Hallo. Wie immer. Muss ich sagen. Ja, du isst doch nichts anderes. Ich würde sagen, wir spielen uns später im Spiel wieder. Bis dann. Jawohl, ab! Hi.
Nein, du warst upset. Scheiße, upset. Loot 1-1, komm! Sehr besonders, aber das Ganze über Zeit spielt, der Part rumlegen muss, das war schon traurig, also, ja. Danke fürs Anschauen, ich würde mich noch sehr über ein Abo oder Like freuen und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder wie es euch gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare, ich würde mich sehr darüber freuen, die Hilfe unterstützt mich damit und sagen bis bald, schönen Tag noch, ciao, ciao.